Oh Gott. Irgendeine Rüstung, die Viechter, glaube ich. Sündjäger, ey. Wo ist eigentlich. Wo ist unser Hund hin? Meine Fresse. Scheint nichts zu sein. Wo ist unser Hund hin? Das ist so ein bisschen das Problem jetzt. Der juckelt irgendwo durch die Gegend und ich weiß nicht wo. Weiß nicht, wo der hin ist. Den habe ich irgendwo verloren. Ich würde Dogmeat eigentlich schon ganz gerne wiederfinden. Gibt es da eine Option, den wiederzufinden? Wie alt das Spiel ist bereits, ist die Grafik damals gar nicht so schlecht. Nee, tatsächlich nicht. Die Grafik ist schon ganz in Ordnung. Die Frage ist, wo ist Dogmeat? Wo hat es den hin verschlagen? Also die ist immer noch, die geht immer noch gut, ne? 2015 oder so ist das Spiel. Okay, suchen wir mal Dogmeat. Der ist anscheinend nicht. Oh Gott. Hupalabalabala. Sollte nicht sprinten, dann verbrauche ich nämlich AP. Oh oh. Vielleicht soll ich doch sprinten. Hallo? Eieieiei. Ich habe das Gefühl, die sind nicht so angreifbar, was ihre eigene Energiewaffen angeht. Ich habe einen Crit voll. Machen wir das mal als Crit. Den ersten auf den Kopf. Dann ist es ein One-Tap. Geil! Das ist fett. Spart sehr viel Muni. Nur so ein Crit One-Tap. Ich komme wirklich nicht hier hoch. Oh doch, ich komme hier hoch. Also ich gehe jetzt gerade mit Absicht zurück tatsächlich, weil ich meinen Hund wiederfinden will. Ist da jemand anwesend? Sensor meldet feindliche Präsenz. Da ist er. Sie müssen terminiert werden. Och nö, nicht schon wieder. Oh Gott. Wir brauchen ein bisschen Abstand zu dem, damit er uns nicht so krass ins Gesicht hittet. Blutpakete das. Weiß nicht, ob ich mit dem Blutpaket irgendwann nochmal was machen kann, aber erstmal ist es HP. Sag mal, Dogmeat, willst du eigentlich mitkommen? Hey. Komm her. Kommst du mit? Hier lang? Nee, du kommst irgendwie nicht mit, oder? Wir waren eigentlich hier durchlaufen. Okay, Dogmeat rennt, glaube ich, irgendwo hin. Ich glaube, der kann aus irgendeinem Grund da nicht rein. Oh Gott. Heieieiei. 45er Patrone. 45er Patrone waren, glaube ich, gut. Ich bin überhaupt nicht gesehen, aber getroffen habe ich ihn wohl. Oh oh, den sehe ich. Zum Glück unglaublich schlechte Schützen, diese Geschütztürme. Okay, wir sind noch entdeckt. Aber von wo?
Mal was entsperren. Passiert das eigentlich das Spiel, wenn ich hier knacke? Ja, oder? Also ich will es nicht im Kampf machen, aber... Einfach nur so generell. Terminal Experte, ja, GG. Fusionszelle, Meterstandard, Relaisspule, Kupferstahl. Glaube ich aktuell nicht. Fusionszelle, Vakuumröhren. Kupferglas, Kupferstahl. Der Crafting ist eh nicht so ganz unser Thema. Jetzt nehmen wir irgendwie doch den Vordereingang, weil unser Hund uns nicht mitkommt. Jetzt sind wir wieder versteckt, okay. Irgendwas habe ich jetzt eingesteckt, was ich gar nicht einstecken wollte wieder. Dammit. Jetzt sind wir anscheinend außerhalb des Sicherheitsbereichs, in dem Bereich, den eigentlich der geschützt sein sollte, wo die Bewohner wohl waren, wenn ich das richtig verstehe. Seife, Spüllappen, Kaffeekanne, Zahnbürste im Eiskühler. Ja klar. Ich packe auch mal meine Kaffeekanne und die Zahnbürste in den Eiskühler. Ist der Handy-Treibstoff, haben wir schon einiges tatsächlich. Industrielles Backfett. Das hört sich nicht sinnvoll an. Stange Zigaretten, jede Menge. Sprengstoffkiste, da sehe ich uns eher. Dammit. Aber wir sammeln eh die Haarklammern eher an, als dass wir welche verlieren. Jetzt. Das wär's. Die würde ich gerne alle nehmen. Safe-Schlüssel zum Bürgermeister, sehr gut. Da haben wir jetzt schon mal einen Safe-Schlüssel gefunden. Das hilft uns ja auch auf jeden Fall weiter. Müssen wir mal gucken, wo das Safe dazu ist. Die Wegfindung ist schwierig irgendwie von den Begleitern, habe ich so das Gefühhl. Zucker-Cola, Fleisch und Wodka. Und nichts gefunden, wo ich aus Wodka irgendwas machen kann. Hier ist ja übel verwinkelt. Warum kann ich denn hier überall noch alles hin? Mr. Gasti-Bausatz. Okay. Hab ich auch gebaut. Ist das jetzt das Schrott? Mr. Gasti? Nee. Ich hätte gern irgendwo ein Alles. Es ist mir egal, was es ist. Es ist kein Schrott. Es ist nicht diverses. Doch, Mr. Gasti-Modell. Was bringt mir das? Gewicht 0, Wert 100. Es ist einfach wertvoll. Okay. Gut, wenn es Gewicht 0 hat, ist mir das auch wieder egal. Wecker, schirmlose Lampe. Fusionszellen. Spannend, was man halt alles so in seinem Schlafzimmer hat. Wait, wir sind von hier gekommen. Kühlschrank öffnen. Hier ist okay. Munition. Meisterterminal. Toilettenschlüssel des Bürgermeisters. Okay, haben wir das auch noch? Ist zu gut geschützt. Kommen wir hier halt nicht rein. Brustboden, Kronkorken. Tut mir leid, Leute, wir können das gar nicht komplett durchlooten, das Ganze hier. Oh. Das ist der Toilettenschlüssel gewesen. Kronkorken für mir, Stimpack, Haarklammer. Den ich jetzt gerade benutzt. Ist das die Toilette für den Bürgermeister? Großer Werkzeugkasten-Einsteiger. Let's go. Tatsächlich muss ich auch sagen, dass es bei Fallout vor allem in den Bunkern deutlich besser funktioniert, was die Grafik angeht, als zum Beispiel, finde ich, bei Skyrim. Ich finde, Skyrim sieht man schon, dass es gealtert ist. Mehr als bei Fallout. Aber das liegt, glaube ich, Fallout an dem Artstyle. Das ist so ein semi-realistischer Artstyle, der einfach gut altert. Pro-Snap-Camera, Baby-Rassel, Teddybär.
Also gerade in den Bereichen hier funktioniert sehr gut. Warum bist du am unten liegend? Ich habe ich schon. Oh, die habe ich schon erschossen. Wait. Also sind wir hier unten angekommen. Sind wir irgendwie einmal im Kreis gelaufen. Hier unten ging es aber dann noch weiter. Oh oh. Yo! Nee! Nee, 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 nee. Dann lade ich neu. Also. Wie gehe ich denn davon aus, dass plötzlich eine Deathclaw drin ist? The fuck? Okay, das erklärt, warum die ganzen Leute tot sind. Aber das hä? Warum sind aber die Synth-Dinger nicht tot? Warum haben die nicht gegen die Todeskralle gekämpft? Die Robo-Teile, die wurden doch nicht gebaut, nachdem die Todeskralle sich ja eingenistet hat und im Pen gegangen ist, oder? What the fuck? Toilettenschuss des Bürgermeisters. Benutzen wir das mal. Ah ja. Das sind Drogen. Ist das der Bürgermeister? Hat er sich mit Radio und Alkohol? Hallo, meine Süße. Tut mir leid, dass es so enden musste. Ich wollte einen Platz schaffen, an dem unsere Kinder gut leben können. Du weißt, dass ich ein Familienmensch bin und immer zuerst an unsere Kinder denke. Ich würde alles für sie tun. Auch auf Kosten des Steuerzahlers. Der Mob hat sich seinen Weg gebahnt und es ist nur eine Frage der Zeit, bis er die untere Etage erreicht. Als letztes Mittel zum Schutz unserer Familie gebe ich dir... Naja, ich gebe dir mich selbst. Bring den Leuten meine Leiche und sag ihnen, dass ich als Feigling gestorben bin. Vielleicht lassen sie euch dann in Frieden. Geileres Jagdgewehr. Der Schlüssel zum Safe ist bei einem der Angestellten. Hab seinen Namen vergessen. Versteht wie dem auch sei. Adieu, mein Schatz. Ich liebe dich und die Kinder so sehr. Und wir haben den Safe schon wieder auch. Patrone... Kronkorken, Redaway, Splittergranaten, Splittermine. Ist noch ein Stealth Boy, Stimpack, Zahnpasta. Silberne Taschenuhr. Okay. Achso, und das wollte ich mitnehmen. Seine Ausgabe unglaubliche Welten Geschichten gefunden. Ein Punkt Gesundheit pro Minute regenerieren. Wir regenerieren einfach passiv jetzt. Geilo. Die Waffe, ist die besser? Wir haben das taktisch schwere Jagdgewehr und wir hatten jetzt ein anderes Jagdgewehr. Das ist leider alphabetisch sortiert alles und nicht nach Art der Waffe zum Beispiel. Das ist irgendwie... Oder Z sortieren. Oh, wait a second. Ist das dann anders sortiert? Schrotflinte, Jagdgewehr. Dann ist es anders sortiert. Nice. Abgestimmtes Jagdgewehr. Das macht mehr Schaden, hat aber weniger Reichweite. Und mehr Gewicht. Ich weiß nicht. Aber eine Deathclaw kann ich nicht ohne Powerrüstung legen. Ich würde sagen, scheiß auf das, was die Deathclaw da bewacht und... Wir gehen einfach wieder raus. Der Mob hat hier gemeutert und da sind irgendwie alle dran verreckt. Das ist natürlich eine super Geschichte für so einen Schutzbunker. Tja. Das Passwort kennen wir nicht. Ist zu gut geschützt. Wer hat einiges an Munition und... Damn it, ey. Ein Low-Intelligenz-Run ist echt fies. Sind wir mal ehrlich. Hey, hier drüben. Komm ran. Nach oben. Wir fahren raus, mein kleiner Wuffi. Ja. Sind hier fertig. Bewegung entdeckt. Seltsam. Was sind du hier? Vernichtet werden. Danke, Dogmeat. Wo kommst du denn jetzt her, ey? Ich bin da vorhin durchgerannt. Und hab jetzt ziemlich viel geklärt. Anscheinend nicht alles.
Anscheinend nicht alles. Hallo. Wo? Oh no. Ist da jemand anwesend? Bitte zeigen Sie sich. Auf Befehl. Gut, müssen Sie. Dritten! Batz! Wo kommen die jetzt alle her? Als ob das Schutzsystem jetzt nochmal neu ausgespuckt hat, Gegner. Das verstehe ich nicht ganz. Leguan am Stiel. Der hat aber auch einen roten, einen toten Schädel. Muss ich mal so festhalten. Der ist aber besser machbar. Ich würde mich auch gern um die Ecke lehnen wie der. Okay. Warum haben die 38er Patronen dabei? 38er sind die kleinsten Patronen, oder? Nee. Die verstehe ich nicht ganz. Warum, wieso, weshalb? Mein Handy hat gerade laut geplompt gemacht. Ich bin gerade hart irritiert. Was geht denn jetzt ab? Geht mein Handy plötzlich hinter mir rund. Gut. Soweit wie wir konnten, haben wir den Bürgermeister Unterschlupf geklärt. Wir sind... Ich gehe nach Westen. Ich muss nach Osten gehen. Warum sagt denn keiner was? Dass Westen die falsche Richtung ist. Osten die... Ja doch, Westen die falsche Richtung ist. Ich muss nach Osten. Ach, dammit. Ach, dammit. Wir sind völlig in die falsche Richtung gerannt. Mal sehen, ob wir in Diamond City erstmal weiterkommen. Ich will eigentlich ungern sprinten, weil das AP verbraucht, für den Fall, dass wir doch fighten müssen. Ich weiß nicht, ob ich hiermit irgendwas machen kann. Mit dem Truck, ich glaube aber nicht. Oh. Ist das wieder ein Red Storm? Sieht ein bisschen danach aus. Das sagt ja. Aber so richtig reddig ist er gar nicht. Muss ich sagen. Hält sich in Grenzen. Cram. Schachtel Zigaretten. Also ich mich auf den Stuhl setze und dann warte. Okay, kann ich anscheinend nicht. Vorhin konnte ich das noch, aber bei schlechtem Wetter kann man das wohl nicht mehr. Tja. Ist ein bisschen doof, weil ich habe jetzt hier gerade nichts, wo ich irgendwie unterkomme so richtig. Gut, dass ich noch mein Anti-Strahlungszeug anhab. Glaub mich, hat einen Gegner entdeckt. Ein Stechflügler. Ah ja. In die Richtung. Ja doch, gibt immer wieder Strahlungsspikes. Oh. Ja, richtig viele AP. Ich glaube, die Gegner werden stärker. Oder liegt das an dem Sturm? Stechflüglerfleisch. Wo ist denn der andere? Boah, den sieht man doch nie wieder. Na gut, gehen wir mal nach Osten. Huch! Untiefen. Wait, hier waren wir aber schon mal, oder? Nee.
Oder das ist wieder so ein Autokino. Oder nicht? Hier ist nur eine große. Große Werbetafel. Hallo? Ist irgendwie. Hier war mal ein Checkpoint. Hopp. Hier war mal irgendwann ein Checkpoint. Die Rüssel brauche ich nicht aktuell. Will ich sie auch nicht mitnehmen. Macht bloß mein Inventar voll. Ist hier noch irgendwas drin in dem Laster? Kann man da rein? Sollte man da rein? Ist das gefährlich? Okay, man kann rein. Schachtel Zigaretten. Zigarettenautomaten soll. Ihr habt Zigaretten mit Kronkorken drin ausgeliefert. Das ist ja spannend. Lustig, lustig. Seid ihr aggressiv? Legendärer Red Hirsch. Nicer Trigger! Da kommt der mysteriöse Fremde und gibt uns einen One-Tap auf den legendären Red Hirsch. Geilo! Haben wir was davon, dass wir jetzt einen legendären Red Hirsch gejagt haben? Das Junkies gehärtete Maschinenpistole Plus. Fügt zunehmend Schaden mit steigender Anzahl der Entzüge durch, die du gerade durchmachst. What? Okay. Das Hirschblatt nehmen wir noch mit. Oh shit, weil das. Schrotflinten, die wiegen halt 9, ne? Und sind echt. Ups, das war das Falsche. Ich wollte 2 davon abwerfen. Dann nehmen wir das mit 4. So. Wir sollten anfangen, die guten Sachen mitzunehmen, irgendwie nicht alles, allen Junk zu heben, gerade von Waffen und sowas. Langsam haben wir die Grundausrüstung, glaube ich, fertig. Sind jetzt schon die Ausläufe von Diamond City? Nee, noch lange nicht, oder? Für mich zumindest so aus, dass es noch lange nicht der Fall ist. Wir würden mal kurz den Erkundungspunkt triggern. Weil das ist ja hier irgendein Ort, den wir erkunden können. Dass wir hier zumindest mal waren. Hallo? Da, entdeckt Sumpfwald. Kann man über die Häuser drüber laufen? Wer hat denn den Quatsch alles gebaut hier? Das hat mich voll an PUBG erinnert. Kann entweder da vorne rüberlaufen übers Wasser oder da über die Brücke. Die Brücke ist näher. Immer die Brücke. Bei PUBG gibt es nämlich auch so eine Stadt, die so halb unter Wasser ist und wo man dann über die Planken von Haus zu Haus kommt. Statt unten rum. Plowski Selbstschutzbunker. Schließen. Der hat ja nicht so gut funktioniert. Plowski, Atombunker für kleines Geld. Mhm. Warum ist hier überall eigentlich Atommüll? Irgendwie, da fehlt mir noch die Story dazu, warum überall ständig Atommüll rumliegt. Habe ich irgendwas verpasst? Ich glaube, du kommst hinterher. Dogmeat? Hast du's? Dogmeat? Hey, komm her. Hier. Geh dorthin. Geh doch.
So. Hey! Dorthin! Du sollst mir eigentlich folgen. Und darauf musst du eigentlich... Genau, bist doch eingestellt. Wovi? Was ist denn jetzt los? Hast kein Bock mehr auf mich? Bin ich dir zu gebieterisch oder was? Hallo? Das steht da einfach rum. Hey! Warte da! Komm schon! Okay, hab ich dir nochmal den Folgenbefehl neu gegeben? Jetzt folgt er auch wieder. Okay. Mr. Gutsy, das ist aber grün, der ist nicht rot. Wir schnell speichern mal wieder. Wo wir irgendwo reinrennen, ne? Und dann Dinge passieren. Guten Tag! Halt! Zivilist! Es herrscht Ausgangssperre! Oh. Gehen Sie umgehend nach Hause zurück! Eine Ausgangssperre? Auf Anweisung von Interimsgouverneurin Graham wurde das Kriegsrecht ausgerufen. Gemäß Kriegsrecht § 12.j sind Subjekte, die sich einer Ausgangssperre widersetzen, umgehend zu liquidieren. Brudi. Ich wiederhole. Werden Sie sich fügen? Wir helfen dir. Lass mich durch. Es geht um wichtige militärische Angelegenheiten. Analysiere Stimmenmuster. Vertrauensbereich 60%. Positiv. Sie dürfen passieren. Mein Charisma hat getriggert. Wup, wup. Achtung, Achtung an alle Bürger. Ab sofort herrscht eine Ausgangssperre. Ich wiederhole. Ab sofort. Hat mal irgendjemand genächtigt? Eine Ausgangssperre. Kehren Sie nach Hause zurück. Ich kann ja auch nach oben laufen. Es geht hier nach oben ab. Vertrauensbereich 60%. Das bringt irgendwie gar nichts, hier nach oben zu gehen, oder? Ist so mein Gefühl. Zwischenstation öffnen. Oder vielleicht doch. Ist da jetzt nicht so groß, dass man da sinnvoll in irgendwas reingehen. Oh, hallo. Huch. Blutpakete. Schädeldeckenknochen. Ja, alles klar. Macheten. Schlosserhammer. Ich will nicht zum Schlosserhammer. Provisorische Batterie. Kampfmesser. Blaue Farbe. Ah ja. Er hat sich irgendjemand verbarrikadiert oder versucht zu verbarrikadieren und Menschen zu operieren? Provisorische. Was war das? Provisorische Batterie. Blei, Holz, Säure. Aha. Okay. Können wir also nicht als Batterie nutzen, sondern können wir nur wirklich zerlegen. Huch. Da lang. Okay, wir gehen einfach weiter nach Osten. Oh, da ist eine Vault auf dem Weg. Zumindest ist das doch eindeutig Markierung von der Vault. Was bist denn du? Aua! Oh Gott, aua! Wie wär's, wenn du mir hilfst? Oh Gott, den kriege ich nicht tot. Der ist übrigens auf meinem Level. Der ist übrigens auf meinem Level. Köterkeule.
Ich glaube nicht, dass unser Hund das lange überlebt. Holy fuck, brauchen dafür viele Schüsse. Jaugaufleisch. Gewicht 1, TP 80. Leder. Das ist besseres Leder als die Hirschbumsis. Das ist besseres Leder als die... Oh Gott. Nicht Brahmin? Doch, Brahmin-Leder, genau. Ist nämlich das Schlechte davon. Provisorische Batterie, Schallplatte. Werfen wir alle davon ab. Silbermedaillon. Stahl. Heieiei, das war wieder... Das war wieder viel zu viel. Fleisch will ich nicht. Maulwurfshappen hier. Nom nom nom. Okay, mit dem Yao Gao müssen wir uns also nicht mehr anlegen. Vault 81. Vault Tech. Ich glaube, in die Vault gehe ich jetzt nicht rein. Die mache ich ein andermal. Die scheint auch irgendwie bewacht zu sein. Ja. Geh mal eher Richtung Diamond City, da wollten wir eigentlich heute mal hin. Hallo? Mr. Donogo? Sehr schön. Okay, warum hat der einen Namen? Das irritiert mich ein bisschen. Ist das Summer? Wieso haben die einen Namen? Wieso haben die Namen, die Ghule? Hab ich jetzt... Character, Story Character, Raider Psycho zerlegt. Noch ein Jagdgewehr. Alter. Ich sehe schon. Wir müssen die alten Impro-Shit-Gewehre wegschmeißen einfach. Das ist einfach wegschmeißen. Auch die automatischen Institutpistolen und sowas. Ich will lieber das Jagdgewehr mitnehmen. Raiderrüstung rechtes Bein, linker Arm, linkes Bein, Metallrüstung linkes Bein. Leichte Kleidung, da sehe ich uns eigentlich schon. Automatisches Impro-Gewehr. Weg damit. Ne, linker Arm haben wir schon, ne? Metallrüstung linker Arm haben wir schon. Metallrüstung linkes Bein haben wir noch nicht. So, hier ist jetzt aber viel los. Wir brauchen wahrscheinlich ein bisschen Licht. Hier wird doch mal wieder geböllert. Oh. Das ist die Polizeistation? Supermutant, ich bin da mal weg. Wer gegen wen denn hier? Ich halte mich da mal raus. Bei Supermutanten habe ich glaube ich nicht die richtige... Will der Mischling? Level up für die 8 XP. Die uns der Mischling gegeben hat. Oh Gott, was bist du denn? Du warst ein Suicide-Mutant? What?
What the fuck? Was zur Hölle? Stimpak. Ein Suicide-Mutant? Ihr habt doch einen Arsch offen. Ihr habt doch einfach den Arsch offen. Also Diamond City ist ja schwierig reinzukommen, sind wir mal ehrlich. Legendäres Supermutantenbiest. Ich habe keine Lust. Lass mich hier weg. Wie komme ich denn nach Diamond City überhaupt rein? Wenn hier so eine Scheiße überall ist. Wait. U-Bahn-Station. Komme ich vielleicht dadurch? Kann ich durch die U-Bahn-Station nach Diamond City? Oh no. Hier schon wieder Insekten. Da fällt mir ein. Ich hab ein Level up. Wo ist denn eine gelingende blutige Masse? Ich bin Vorsicht vom heftigen Augäpfel. Mit 29. Glück ist die Holier Treffer im Wert seine Chance, eine kritische Leiste zu füllen. Jawohl. Und Crit voll. Geil. Awesome. Okay, ich werde geraddet. Das gefällt mir wieder nicht. Mein sauberer blauer Anzug könnte genau das sein, was wir... Ja. Wir hatten nämlich dieses komische, saubere Kleid. Das wollten wir eigentlich... Sauberer blauer Anzug, sauberes grünes Kleid. Genau, das macht nicht auch Charisma 2. Es gibt halt nur... Keinen Sinn. Blähfliegendrüse. Walltech Lunchbox. Luca Kate Ticket. Okay, was immer ein Luca Kate Ticket ist. Ja. Kronkorken, Patrone, Haarklammer. Automatikpistole. Graue Strickmützamme hier nochmal. Weg damit. Impro-Pistole, es geht sogar noch, aber ich würde sagen, wenn das Gewicht weniger als mehr als ein Zehntel des Wertes ist, dann schmeiß ich es raus. Okay, beim Jagdgewehr vielleicht nicht, da würde ich noch Sachen umbauen. Aber ansonsten... Und ich nicht benutzen, natürlich. Ja, Jagdgewehr habe ich rausgenommen. Kurzläufige 44er Pistole, Jagdgewehr. Weil das kurze Jagdgewehr will ich davon eigentlich nicht haben. Das ist auch sauschwer. Nee, weg damit. Springmesser, Splitterminen, Minigun. Warum habe ich eine Minigun dabei die ganze Zeit? Wo habe ich die eingesackt? Habe ich die aus Versehen aus meinem... Impro-Repetier-Scharfschützengewehr. Das macht eigentlich auch ordentlich Schaden und ich habe dafür einiges an Muni. So, also mal ein bisschen aufgeräumt. Minimal. Auch einen Koffer zum Entsperren. Ist jetzt einfach Entsperrtheim oder was? Cool.
Sauberes blaues Kleid brauchen wir nicht. Okay, hier kann man... Du kannst während des Kampfes nicht verwenden. Welchen Kampf? Den Kampf? So scheiß ernst? Alles klar, so scheiß ernst. Gebackene Blähfliege. Moment, wir wollten mal hier bei Suppen gucken. Ne, da können wir nichts machen. Getränke? Nope. Ah, hier, Dränker Ödländer, da bräuchte man nochmal Whisky. Weiß nicht, was das uns bringt. Gegrillte Red Kakerlak, gegrillte Red Hirsch, Köterkeulen, Stechflügelfilet. Plus 1 Wahrnehmung für eine Stunde. Schadensresistenz für eine Stunde. Nice. Haben wir einiges gebrutzelt. Können wir noch eine Red-Kakerlake machen? 45 Patrone, biometrischer Scanner. Nicht aufgeblasener Kickball. Gummi. Gummi braucht man irgendwo letztens. Kann ich jetzt noch die. Insta-Püree. Kann ich jetzt noch tatsächlich die Dingens benutzen direkt? Die Kakerlakenfleisch? Nee. Weiß nicht, ob ich mit dem Red-Kakerlakenfleisch wirklich was anfangen kann. Hätte ich vielleicht nochmal gucken sollen, war. Ich gucke nochmal kurz. Gebackene Blee, Ameise. Nebelkriecher. Red Kakerlake. Doch, da brauche ich 3 für. Okay. Kann ich schon was mitmachen? Wir speichern vorher. Ui, die sind mal reingekommen. Lol. Ist das alles? Ich dachte, ich kann jetzt im Untergrund irgendwie weitergehen oder so und irgendwie was umgehen da von diesen Megamutanten. Das ist ja nicht so das, was ich hier mir erhofft hatte, bin ich ehrlich. Das ist Kacke. Dammit. Ja gut. Ja gut. Müssen wir schauen, wie wir hier weitermachen. Ich würde erstmal hier im Norden rumgehen. Gucken, ob ich irgendwie ein paar von den Supermutanten umgehen kann. Oh. Das ist der Super Mutant City. Das ist vielleicht eine Message hier. Sind wir mal ehrlich. Ein Sperreneinsteiger. Geschafft. Was ist denn das hier? Jemand da? Hey, hallo. Halt mal kurz die Klappe, ich hab was gehört. Raider Psycho. Ich muss mich eigentlich nicht mit den Raidern anlegen jetzt. War zumindest nicht mein Plan. Komm wieder her. Ist nichts mehr. Komm wieder her. Was blendet mich da so? Ich mag diese hier meine abgegradeten Revolver eigentlich sehr gerne, weil er so fett Damage macht. Ich kann auch nicht viel schießen damit. Also gerade im Wets und so nicht. Und ich glaube, viele Wets-Hits bringen mir aber einiges. Aktuell noch. Ich wollte eigentlich auch die Sache erforscht, also hier erkundet haben. Ha! Hangman's Alley, das wollte ich haben. Ich musste nicht komplett clearen. Und auf meinen Hund zu schießen, ihr Schweine. Ich glaube, es hackt.
Batz, kriegst einen zurück. Ja, wenn auf meinen Hund geschossen wird, dann drücke ich euch nämlich einen Headshot. Noch einer? Habt ihr doch Bedürfnis, gekillt zu werden allesamt, oder was geht hier ab? Perforierter Schwer-Impro-Repetierer. Raider-Rüstung verschweißt. Linker Arm. Warum immer linker Arm? Rechter Arm brauche ich. Okay, sind wir wohl entdeckt worden. Jetzt muss ich halt Rache üben. Es tut mir leid. Ihr habt angefangen zu ballern. Ich wollte einfach nur euch kurz erkunden und weggehen. Aber ihr habt angefangen, auf den Hund zu schießen. Du gibst nicht auf, was? Kann nicht sehen. Huch. Ich mag die Waffe. Ich finde die einfach geil. Kann ich nicht anders sagen. Impro-Pistole, Schweißbrille. Rechtes, linker Arm, rechtes Bein, rechter Arm. Ist halt auch nur die normale, schwache Raider-Rüstung, rechter Arm. 38er Stimpack. Steift gehärtete Raider-Rüstung, linker Arm. Immer nur linker Arm. Ist der linke Arm vorne? Wenn ich die Waffe so halte, ist der linke Arm vorne, ne? Da ist schon das Geilere, dass das geschützt ist. Gasmaske mit Brille. Leguan am Stiel. Sturmgasmaske. Rechtes Bein. Welche Rüstung haben wir denn? Rechtes Bein. Was haben wir denn am rechten Bein? Lederkombi, Metallrüstung, linkes Bein. Rechter Arm. Ödländer rechtes Bein. Wir sehen den Schaden durch Supermutanten, verursachten Schaden um 15%. Den hatten wir gekauft. Ja. Der hat auch ziemlich viel Resistenz. Ich glaube, rechtes Bein brauchen wir dann nicht. Bleistift. Hat aber kein Gewicht, nehmen wir mit. Dann war hier oben noch einer, den wir umgeschossen haben. So, ist jetzt hier noch jemand? Kuckuck. Und alles nur, weil ihr auf meinen Hund ballern musstet, ihr Schweine. Eine Werkstatt. Oh. Ach so. Das ist schon relativ, also cool, weil relativ nah an Diamond City dran. Müssen aber sehr viel frei machen erstmal. Damit man hier ordentlich bauen kann, sinnvoll. Waffenwerkbank. Impro-Repetier-Scharfschützengewehr. Das war schon das, was ich mir auch dachte, was ich nehmen könnte. Medium-Scope, verlängerter Lauf und so. Achso, die Minigun, ja. Ich erinnere mich. So, gehärtete... Das Junkie-Scattermaschinenpistole. Was kann ich hier was rausnehmen? Flexvisier, Standardvisier. Habe ich ein Reflexvisier? Das ist eine kleine Mündungsbremse, die kann ich... Kann ich nicht abbauen. Großes Trommelmagazin. Kann ich auch nicht abbauen. Großes Magazin Impro-Gewehr. Hier wollte ich den Lauf gerne erweitern, aber ich habe keine Schrauben wieder mal. Kurzläufige 44er, Bajonett. Achso, hier, Jagdgewehr. Mit Leuchtvisier. Ich glaube, das brauche ich eigentlich tatsächlich nicht. Schnell kalibrierte Impro-Pistole. Haben wir doch nichts, was wir irgendwie craften können.
Aber der Impro-Revolver ist richtig geil. Der knallt schön und er hat ein bisschen Schuss. Er ist nicht sofort leer. Besser als eine Schrotflinte in meinen Augen. Aha. So, was haben wir hier? Impro-Repetiergewehr. Macht halt auch 31 Schaden, ne? Ist auch nicht zu verachten. Hat halt eine schlechte Feuerrate. Metallrüstung, linker Arm. Ist immer halt besser. Und das Ding ist zu schwer, um es mitzunehmen. Gut, haben wir es halt jetzt doch geklärt. Und alles nur, weil sie auf den Hund geschossen haben. Ich wollte sie eigentlich ganz normal in Frieden lassen. Hier könnte man aber kaum Essen sich holen. Also wirklich nicht. Moment. Meine Kleidung. Metallrüstung, linkes Bein. Bei linken Bein habe ich einfach nur linker Arm. Muss mir das mal merken. Mit Taschen, versteift, Raiderrüstung. Rechter Arm ist das, was bei mir lame ist. Ups, ich habe Tab gedrückt. Ja, gut. Achso, und der Damage auf dem Revolver ist auch relativ hoch pro Schuss. Was es ziemlich cool macht, nicht nur der DPS annehmbar, sondern es ist actually auch, ich guck mal, ob wir hier in die große Straße reingehen können. Actually auch halbwegs effizient, was die Munition angeht. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich wieder zur Seite gehe, dass irgendwelche Supermutanten mir... Da stand jemand. Mir ins Gesicht springen. Diamond City. Wer bist denn du? Diamond City Sicherheit. Okay. Damit wurde sich geböllert. Das ist okay für uns. Mit denen wollen wir uns ja gar nicht anlegen. Können wir mit euch reden? Mit dem Sicherheitsbeamten. Guten Tag. Hey. Keine große Lust auf einen Kampf gegen Mutanten, was? Kann ich dir nicht verübeln. Ich fühle mich ein bisschen ertappt. Bin ich ehrlich. Ich fühle mich ein bisschen ertappt, aber ich glaube hier... Mit Diamond City this way. Okay, dann müssen wir weiter da lang. Protected by the wall. Okay, Diamond City wird also regelmäßig von Supermutanten angegriffen? Entschuldigung? Ich, meine Jungs, die Mauer und ein paar Geschütztürme sorgen dafür, dass Diamond City sicher bleibt. Ihr habt nicht so gute Ausrüstung, muss ich mal sagen. Was soll das heißen? Du kannst das Tor nicht öffnen. Hör auf mit dem Misterny. Verdammt, ich stehe hier völlig schutzlos in der Gegend. Ich hab Befehl, dich nicht ranzulassen, Piper. Tut mir leid, ich mach nur meinen Job. Oh. Du machst nur deinen Job. Diamond City zu beschützen heißt also, mich draußen zu halten, ja? Oh, sieh nur, das ist die furchteinflößende Reporterin. Tut mir wirklich leid, aber Bürgermeister McDonald ist stinksauer, Piper. Die Reporterin. Er meinte, dass der Artikel, den du da geschrieben hast, nur aus Lügen bestünde. Die ganze Stadt ist in Aufregung. Los, mach sofort dieses Tor auf, Danny Sullivan. Ich wohne hier, du kannst mich nicht einfach aussperren. Verdammt, Danny, mach auf! Hallo. Kamera? Du willst doch nach Diamond City, oder? Was? Wer bist du? Psst, spiel einfach mit. Was hast du gesagt? Du bist ein Händler aus Quincy? Und du hast genug Waren, um den ganzen Laden für einen Monat zu versorgen. Ich hab tatsächlich ein paar Waren und Munition. Hast du das gehört, Danny? Machst du jetzt das Tor auf und lässt uns rein? Oder willst du dieser irren Myrna erzählen, dass ihr wegen dir Vorräte für einen Monat durch die Lande gegangen sind? Na gut. Bösartig zu werden, Piper. Ich find sie jetzt schon geil. Geh besser schnell durch das Tor, bevor Danny kapiert, dass wir ihn nur verarscht haben. Das hier, Diamond City. Was ist das für ein Ort? Oh, das grüne Juwel? Ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Jeder, der im Commonwealth irgendwie wichtig ist, kommt hierher, hat sich hier niedergelassen oder ist hier rausgeflogen.
Eine große Mauer, Stromversorgung, funktionierende Kanalisation, Schulen und ein paar Sicherheitsleute machen Diamond City zu dem riesigen Monster, das es ist. Du wirst es lieben oder hassen. Du wirst schon sehen, da bin ich mir sicher. Komm, gehen wir. Okay. Cool. Speichern. Diamond City. Wer hat dich denn wieder reingelassen? Ich habe Sullivan gesagt, dass er das Tor für dich nicht aufmachen soll. Du hinterhältige, aufrührerische Verleumderin. Diese Ansammlung von Lügen in deiner Zeitung. Unglaublich! War das eine offizielle Ankündigung, Bürgermeister McDonough? Diktatorischer Bürgermeister lässt Presse aus. Warum fragen wir nicht den Neuankömmling? Was sagst du zu der Presse? Der Bürgermeister will die Redefreiheit nämlich abschaffen. Von welcher Zeitung redest du? Meiner. Public Occurrences. Wir sind die Stimme der Wahrheit. Also, bist du für uns oder gegen uns? Wie wär's, wenn irgendwo dazwischen? Aber ich bin eigentlich schon für Meinungs- und Redefreiheit. Presse- und Meinungsfreiheit waren mir immer wichtig. Oh, ich wollte dich nicht in diese Auseinandersetzung hineinziehen, Kollege. Nein, ganz und gar nicht. Du siehst aus, als würdest du wunderbar nach Diamond City passen. Uns mag er jetzt wieder. Willkommen im großen grünen Juwel des Commonwealths. Sicher, glücklich, ein wunderbarer Ort. Für einen Besuch, für einen Einkaufsbummel oder um sich niederzulassen. Mhm. Und lass dir von diesem Schmierfink da bloß nichts anderes ein. Ja, klar. Worüber streitet ihr beiden eigentlich? Was glaubst du? Wenn man Lügen druckt, sind alle glücklich. Aber wenn man die Wahrheit druckt... Also bist du aus einem bestimmten Grund in unserer Stadt gekommen? Ich suche nur was. Oh, und wonach suchst du genau? Mit wem sollte ich sprechen, wenn ich eine vermisste Person finden will? Nun, eins kann ich dir sagen. An die Diamond City Sicherheit brauchst du dich nicht zu wenden. Hör nicht auf sie. Zwar können unsere Sicherheitsleute nicht jedem Fall nachgehen, der gemeldet wird, aber ich bin sicher, dass du hier Hilfe finden wirst. In Diamond City gibt es jede nur erdenkliche Dienstleistung. Einer unserer großartigen Bürger wird bestimmt die Zeit finden, dir zu helfen. Okay. Der Bürgermeister einer großen Stadt kennt doch sicher jeden. Wer kann mir helfen? Der Bürgermeister einer großen Stadt kennt doch sicher jeden. Ich hab mich auf Charisma. Wer kann mir helfen? Nun, Es gibt da einen Mann, Nick Valentine. Eine Art Detektiv, der sich darauf spezialisiert hat, Leute aufzuspüren. Meistens wegen irgendwelcher Schulden und so weiter. Hm. Oh, so, jetzt muss ich aber los. Es tut mir leid, dass die Diamond City Sicherheit keine Zeit hat, dir zu helfen, aber ich bin sicher, dass Mr. Valentine vernünftige Preise hat. Oh, ich muss bezahlen. Scheiße. Ich will die Wahrheit, McDonough. Was ist der wahre Grund dafür, dass nie ein Sicherheitsmann zu sehen ist, wenn es um verschwundene Personen geht? Ich habe jetzt genug davon, Piper. Du und deine kleine Schwester sind hiermit offiziell verwahrt. Ja, red nur weiter, McDonough. Mehr kannst du ja auch nicht. Ich bin beeindruckt. Es ist nicht so einfach, McDonough Informationen zu entlocken. Hey, ich bin halt charismatisch. Warum kommst du nicht mal in meinem Büro vorbei, wenn du bei Valentine warst? Ich glaube, ich habe gerade meine nächste Story gefunden. Okay. Die Story des Jahrhunderts. Begib dich in Pipers Büro. Ich glaube, wir sind jetzt offiziell in Diamond City, oder? Ich mach mal das Licht an, damit wir hier wieder was sehen. Hey. Diamond City. Bist du ein Händler? Du bist also der Händler, von dem Piper gesprochen hat, ja? Irgendwie glaube ich, dass sie mich wieder reingelegt hat. Habe ich recht? Das war nicht ganz klar. Wo kommt meine Karawane mit den ganzen Warnern? Ich wollte dich nicht anlügen, aber es ging ja so schnell. Es war nicht ganz gelogen. Das war nicht gelogen. Morgen kommt meine Karawane mit den ganzen Waren an. Ernsthaft? Und du verarschst mich auch nicht? Oh, in dem Fall will ich gleich mal eine Ansage machen. Ein paar Teile für das Tor. Gib mir doch was. Naja, Dankeschön. Wie dem auch sei. Willkommen in Diamond City und so weiter. 50 Kronen kommt für nichts. Da fällt mir ein, wenn wir jetzt kurz hier sind, sollten wir unsere Ausrüstung anpassen. Ich würde gern. Kann man irgendwie seine Ausrüstung speichern, die man hatte?
Geht nicht, oder? Weil mehr Glück brauchen wir, glaube ich, gerade nicht, aber unseren abgenutzten Filzhut. Graue Strickmütze, Milizhut. Milizhut. Für mehr Charisma. Und einen sauberen blauen Anzug. Wir sind Händler. Jetzt sehen wir doch auch händlermäßig aus, oder? Oh, jetzt haben wir zu viel Gewicht, weil wir das Taschending nicht mehr haben. Shit! Da können wir den sauberen blauen Anzug aber nicht drunter anziehen, ne? Ja, sind wir nämlich nackig. Okay, ich muss auch irgend so eine Müllwaffe wegwerfen. Die Impro-Pistole, ne, die geht sogar noch. Impro-Pistole. Die Minigun wäre wahrscheinlich ein gutes Ding, mal wegzuwerfen irgendwo. Leuchtvisier, 10mm Pistole, Big Jim. Das Scharfschützengewehr, das Jagdgewehr, Leuchtvisier abgestimmtes Jagdgewehr. Und fliegt das jetzt raus? Reicht das schon, wenn wir unsere Kleidung ändern wollen auf die... nicht einen abgenutzten Filzhut, Entschuldigung, den Milizhut. Mit sauberen blauen Anzug. Haben wir 309 von 315. Sehr schön. So. Aha, jetzt sind wir offiziell drin. Wir müssen ja jetzt hier mal gut wirken. Erster Eindruck und so in der Stadt. Und das hat gerade getriggert, dass wir hier Triple Erfahrung gekriegt haben. Hallo, Mietstatz. Kann die Waffe jetzt nicht wegnehmen. Hey, Kleine. Wie verkauft sich die Zeitung so? Naja, die Presse läuft auf Hochtouren. Der Motor wird bald den Geist aufgeben, wenn wir ihn nicht ersetzen. Ach, das sagst du schon seit Wochen. Und das Ding läuft noch. Mach dir nicht dauernd so viele Gedanken. Ich muss ins Büro. Ruf mich, wenn du wütende Politiker auf dem Weg zu uns siehst. Warum? Stimmt was nicht? Piper? Hallo. Kostenlose Zeitung für Neuankömmlinge. Wenn dich das Institut nachts holt, haben wir dich immerhin gewarnt. Eine kostenlose Zeitung klingt nach echtem Qualitätsjournalismus. Das Institut. Das Institut? Du hast noch nie was vom Institut gehört? Ja, doch, irgendwie schon, aber... Die holen sich nachts Leute und man hört nie wieder was von ihnen. Ich hab vielleicht schon... Alles in der Zeitung. Solltest du besser lesen, bevor sie dich auch erwischen. Wer ist denn verschwunden? Fremde, Bewohner aus der Stadt, Snobs aus den Stands. Scheint, dass etwa einmal im Jahr jemand verschwindet. Und wir alle wissen, warum. Also pass besser auf. Das Institut ist da draußen. Und sie machen bestimmt auch nicht vor dir Halt. Wie gesagt, steht alles in der Zeitung. Wir haben schon ein paar Institut-Robos platt gemacht. Ich glaube dir ja. Danke. Tja, du bist echt ein verlorenes Schäfchen in der Wolfshöhle, Mister. Ja, weiß ich nicht. Die synthetische Wahrheit hinzugefügt. Ich habe die Farbe meinem Pip-Boy umgestellt, glaube ich, irgendwann mal. Aber ich finde die eigentlich so hübsch. Oder stört die dich? Müssen wir mal lesen jetzt, ne? Die synthetische Wahrheit. Ist das, fängt es bei D? Ja. Okay, hier D. Untersuchen. Okay, untersuchen ist es nicht. Da. Synthetische Wahrheit. Von Piper Wright. Nudeln, wir essen Power Noodles ist schon seit 15 Jahren. Okay, hier ist Werbung drin. Was ist denn jetzt passiert? Und wunderschönen guten Tag übrigens, Apache. Erste Nachricht, stell mal was um. Es ist nicht so nett, erste Nachricht eine Anweisung zu schreiben. Genau, die Frage kam mir auf, dass letzten Monat gegen 17 Uhr am Tresen Power Noodles saß und Abendessen zu mir nahm. Das ist eigentlich wie Bürgermeister McDuff sich auf seinem Stuhl setzte und exakt die gleiche Ritual begangen. Die rechte Hand streckte sich vor, der Mund öffnete sich. Es war keine Anregung, du hast es als Anweisung formuliert, es tut mir leid. Das brauchen wir nicht drüber diskutieren, das war eine Anweisung.
vorgekommen sein, als sie an einem ungewöhnlich warmen Abend genau diesen Tresen herumsaßen, aber das war die Zeit vor Takahashi und seinen Nudeln, als es in der Bar statt Nudeln eiskalte Nuka-Cola, schaumiges Bier und kräftigen Whisky gab. Und das Barkeeper war Henry. Was bin ich lesen? Warum ist das so lang? Ich bin raus. Ich lese das doch nicht alles durch. Entdeckt. Diamond City. Moment, habe ich nicht gerade schon Diamond City entdeckt? Jetzt bin ich irritiert. Wenn irgendwer in Wahrheit eins von diesen Dingern ist, dann deine Sekretärin. Ah, die Synth-Dinger sind quasi ersetzte Menschen? Die Sekretärin des Bürgermeisters. Komm schon mal. Ich schneide ihr die Haare und ich erkenne menschliches Haar. Aber das ist es doch, Johnny. Dir würde der Unterschied überhaupt nicht auffallen. Wenn du McDonough mit deinem Rasiermesser schneiden würdest, würde er bluten. Das hat gar nichts zu sagen. Was ein Scheiß, ey. Sind wir ja auch noch Robo-Verschwörer oder was? Hallo. Entschuldigung. Oh, hallo. Wieder jemand Armes und Dummes aus Diamond City hier, um sich ein paar Reste vom Tisch zu erbetteln? Ich bettle nicht, du uralte, arrogante Hexe. Arm und dumm? Ach, tu doch nicht so, als wüsstest du nicht, was ich meine. Es gibt zwei Sorten von Leuten in dieser Stadt. Die, die in den Stands leben und die anderen, die unter uns leben. Ich kenne alle aus den Stands und du gehörst nicht dazu. Also warum verschwindest du jetzt nicht einfach? Dann käme ich ja nicht mehr in den Genuss deiner wundervollen Gesellschaft. Dann käme ich ja nicht mehr in den Genuss deiner wundervollen Gesellschaft. Mach, was du willst. Ich bin fertig mit dir. Was für eine Schlampe. What the fuck? Okay, darf ich nicht rausklauen? Heute ist Halloween. Aber kriegen wir was Süßes? Nee, natürlich nicht. Heute gibt's nur noch Saures. Ansässiger. Tu dir einen Gefallen und sag einfach ja. Mir versteht er sowieso nicht. Erzähl mir einen Witz. Das ist ein Robo, der auf Japanisch programmiert ist. Wer macht denn sowas? Ja. Okay. Triff Edward bei der Mauer. Habe ich jetzt irgendwie bekommen. Commonwealth Weaponry. Waffenwerkbank. Okay, darf ich aber nicht rein. Ich habe gehört, dass es im alten Theaterviertel eine Bar nur für Raider gibt. Das Combat Zone. Würde mich an deiner Stelle von dort fernhalten. Hallihallo Toso. Ich pause mal kurz, um das zu beantworten, weil es ein bisschen länger ist. Aktuell ist mein Plan schon, Fallout 4 auf jeden Fall mal durchzuspielen. Also von daher permanent auf dem Streamplan. Weiß ich nicht. Wunderschönen guten Tag erstmal. Und ich will auf jeden Fall weit spielen. Idealerweise durchspielen. Bisschen rollenspieltechnisch. Mir macht es aktuell sehr viel Spaß. Ich spiele es blind. Ich habe auch schon ein paar Mal im Chat drum gebeten, dass nicht gespoilert wird. Ja. Also auch von wegen, wenn du dahin gehst, dann speichere mal lieber vorher und sowas. Fand ich schon doof. Und ich spiel's ungemoddet, was den Spielinhalt angeht, schon. Ich habe aber ein paar Sachen, also ich habe Mods drauf, so rum. Ich habe eine Mod drauf, die das Wetter überarbeitet, dass es hübscher ist und anders klingt und auch ein bisschen gefährlicher ist. Ich habe eine Mod drauf, die die FPS unlockt. Also solche Sachen, solche, sag mal, Quality of Life Mods, aber was den Kerninhalt des Spiels angeht, ist es erstmal ungemoddet und einfach Fallout 4 mit den DLCs. Ich hoffe, das beantwortet deine Fragen. Aber herzlich willkommen. Schön, dass du hergefunden hast. So. Andere Läden haben vielleicht geschlossen, aber Diamond City Surplus Pack 4. Ah, es gibt also Tagesrhythmus, okay. Kann ich irgendwie warten? Zeig mir mal, was du hast. Ich schau's mir an. Nur Waren von höchster Qualität. Patronen, Millimeter elektromagnetische Kartusche. Ist das die für Gaussgewehre? Weil elektromagnetisch ist doch Gaussgewehr.
Addict-Tool. Was ist denn ein Addict-Tool? Ich kann mir jetzt alle Abhängigkeiten heilen. Ah! Angel. Ich wollte gerade sagen, ich kann angeln, aber ich kann nicht angeln. Es ist einfach nur Zahnrad, Feder, Holz. Damn it! Aufbereitetes Wasser, Baseball, Basketball, Ball. Waffen. Maschinenpistole. What? Das ist einfach eine Planke, die ein bisschen zurechtgestutzt wurde. Ja, es ist mein erster Durchlauf, genau. Also ich habe Fallout 4 noch nie gespielt. Ich habe, glaube ich, letztes Wochenende angefangen. Und bin jetzt irgendwie Level 12. Und bin gerade zum ersten Mal nach Diamond City gekommen. Also ich kenne Diamond City wirklich noch gar nicht. Deswegen, ich werde mich hier umsehen müssen. Revolutionärsschwert, Splittergranate, Splittermine, Kampfflinte. Oh, eine geilere Schrotflinte mit mehr Schaden. Oh. Aber ich würde gerne, glaube ich, tagsüber warten, was die anderen anbieten, um ein bisschen vergleichen zu können. Die Frage ist, wenn hier der Markt ist und alle anderen haben schon zu, wird hier nichts nehmen können. Genau, das ist alles klauen. Wie warte ich die Zeit ab? Kann ich mich einfach irgendwo hinsetzen? Auf den Hocker setzen. Da kann ich warten. Haha. Wie wäre es mit so bis 8.20 Uhr? Das hört sich doch sinnvoll an. Bank setzen warten. Genau, das habe ich schon rausgefunden sogar. Warten geht nicht mehr im Stehen. Das haben sie, glaube ich, geändert seit Fallout 3. So, du rennst weiter. Achso, ihr seid der Friseurladen. Gute Nacht, oder? Nicht nur wegen der Oblade Spoiler und darauf, man kann die Waffen auch wegstecken in Städten, hat nichts mit der Story oder Gameplay zu tun. Sowas ist okay. Okay, mal angenommen, ich habe die Waffe jetzt. Wie stecke ich die denn weg? Also ich muss halt, außer ich gehe ins Inventar und sag halt auf unequip. Das kann ich mir vorstellen. Das hier ist wegstecken, oder? Nee, nicht mal das ist wegstecken, weil da habe ich die Faust draußen. Weil ich bin der Meinung, es gibt eine Mod dafür, dass man die Waffe wegsteckt quasi. Wir haben Handfeuerwaffen. R gedrückt halten. Dankeschön. Das ist hilfreich. Tatsächlich, was ist denn hier bei euch? Ihr seid irgendwie ein Melee-Laden, oder? Du brauchst ein echtes, handgefertigtes Original-Hickory-Schlagholz. Was ist ein Schlagholz? Haha, ein Neuling, was? Ein Schlagholz ist eine echte Tradition in Diamond City. Früher war das alles hier mal ein Stadion. Ist okay. Stadion. Kralle hat mir geholfen. Es haben sich zwei Teams getroffen und ein erklärt uns das Baseball. Namens Baseball gespielt. Ein Team hat das andere mit sogenannten Baseballschlägern totgeprügelt und die Bodenschläger wurden Schlaghölzer genannt. Natürlich. So. Natürlich. Ach ja? Welche Teams gab es denn? Es gab die Diamond City Demolishers. Richtig große Kerle. Totgeprügelt. Rüstung gespielt. Mit spezieller Pneumatik. Alles klar. Damit sie härter zuschlagen konnten. Bestimmt. Dann gab es noch die Lexington Ladies. Ein Damenteam, angeführt von der Trainerin Bloody Mary Sue, hatten die meisten getöteten Gegenspieler in der Liga. Jetzt sind wir bei Blood Bowl angekommen. Was ist jetzt los? Weitererzählen. Zum Beispiel von den Concord Crushers oder den Quincy Killmeisters. Aber du hast jetzt bestimmt schon mal eine Vorstellung. Oh, war echt ein irrer Sport. Warum muss ich das mit ihm anlegen? Warum besser ist das? Nein, besser ist das immer nicht. Ist mir eigentlich egal. Ich bin eh nicht so smart. Wie du meinst. Glaub es oder lass es. Aber wenn du jemandem das erste Mal mit einem Schlagholz ins Gesicht schlägst, wirst du überzeugt. Hey, was geht hier ab? Wie wäre es, wenn du gleich eins kaufst? Was hast denn du zu kaufen? Zeig mal her. Bei einem Schlagholz gehen nie die Kugeln aus. Aber das erste, was er verkauft, ist Munition. 6200 Stunden bei Fallout 4. Holy shit. Aber es ist trotzdem lustig. Im Schlagholz geht nie die Munition aus und er verkauft erstmal 38er Munition. Leder. Ein Baseballhandschuh gibt Leder 3, okay. Das ist, glaube ich.
Wie mir Zeit ging auch, für Mods auf die Konsole zu testen, gefühlt ein ganzes Leben Bethesda geschenkt. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe ein bisschen Skyrim gespielt und ein bisschen Fallout 3. Komplett Vanilla allerdings da. Und ein bisschen Fallout New Vegas und ich glaube auch da komplett Vanilla und sogar noch ohne DLCs. Und jetzt halt mal wieder, da habe ich mir so gedacht, ne, also ich bin zu Fallout 4 gekommen, weil ich Fallout eigentlich immer ein ganz cooles Universum fand. Und jetzt spiele ich nur noch Magic the Gathering viel und bei Magic kam halt ein Set raus mit Fallout-Karten. Und da habe ich mir ein paar Sachen angeguckt, ein paar Videos und dann hatte ich voll Bock, Fallout zu spielen. So bin ich wieder zu Fallout gekommen. So, Impro-Pistole, Ladung Holz. Holz 100. Wait. Die Ladungssachen haben kein Gewicht? What? Das sehe ich ja jetzt erst. Das ist ja voll OP. Dass ich einfach Kork kaufen kann, ohne dass es Gewicht hat. Und Holz, ohne dass es Gewicht hat. The fuck? Ist das ein Handelsgut? Das ergibt irgendwie keinen Sinn, dass man das kann. In meinem Kopf. Also, ne, es ist, macht's einfacher zum Craften und sowas, aber Süßkuchen. 40% reduzierte Aktionspunkte kosten. Ja, muss trotzdem noch hinlaufen und zuschlagen. Stacheldraht, Baseballschläger, Mahagoni-Schlagholz, Zeder. Es gibt halt wirklich unterschiedliche. Ne, da ist nichts für mich dabei. So, Waffenladen. Ja, schon so ein bisschen. Ja, ich bin der Neue. Freut mich. Ich bin Arturo Rodriguez. Wenn du was zum Selbstschutz brauchst, bist du bei mir richtig. Okay. Du kennst dich also mit Waffen aus, was? Pass auf. Ich kann dir Knarren, Schwerter, was auch immer verkaufen. Schwerter? Die werden dir helfen, am Leben zu bleiben. Aber das Geheimnis bei Waffen liegt in den Mods. Die verleihen dem Ganzen erst die persönliche Note. Schraub ein Zielfernrohr dran, vergrößere das Magazin, was auch immer. Wenn du dir Zeit für deine Ausrüstung nimmst, bist du auf alles. Hab ich gemerkt. Naja, wie mein gemonter Revolver ist geil. Was brauchst du? Zeig mal. Lass mal sehen, was du so hast. Selbstschutz in Perfektion. Zeig mal her. So, Muni. Ein Big Boy. Voll ein zusätzliches Geschoss ab. Das ist. What? Ein Doppel-Mini-Atombombenwerfer? Natürlich. Boxhandschuh, Brennstoff, Fusionskern, Fusionszelle, Gamma-Patron, Gleisbolzen. In Folge Titanfall 3 ist eben der Klassiker, wenn sich die Wohltüre öffnet und du vom Wasteland begrüßt wirst. Das stimmt. Klingenkorn, Kryozelle, Ladung Aluminium, Ladung Kupfer, Schrauben. 25 Schrauben. Ich brauche permanent Schrauben. Ich glaube, ich kaufe mal bei dem Schrauben. Leuchtfackel, Molotow-Cocktail, Nudelholz, Old Faithful. Wird doppelten Schaden, wenn das Ziel volle Gesundheit besitzt. What? Das ist aber, das ist eine klassische Fallout 3 Waffe, oder? Power-Rüstungsgestell. Wait, ich kann einfach ein Power-Rüstungsgestell mit Gewicht 0 einpacken? Hä? Raketen, Schrotpatronen, Splittergranate, Splitterminen. Superhammer. Geschwindigkeit langsam. Schaden 56. Hört sich irgendwie gar nicht so geil an. Wächter, Armschutz links. Reduziert den durch Menschen verursachten Schaden um 15%. Glaub. Meine Kleidung. Ach so. Shit. Jetzt über 200 Mods. Holy fuck, dass das noch läuft. Das war natürlich nicht mehr, welche Rüstung ich da drauf hatte. Aber links war, glaube ich, eine von den legendären. Dann genau, Champion linker Arm. Plus 1 Stärke und Ausdauer. Werde ich, glaube ich, nicht den Wächterarmschutz links benutzen, auch wenn der. Moment, das ist aber Champion linker Arm. Das ist doch die Schulter. Metallrüstung linker Arm, Metallrüstung. Rotes Halstuch, macht genau nix. Sauberer Anzug, Sturmgasmaske, Unterhemd und Jeans.
eingeschweißte Raider-Rüstung, linkes Bein, Metallrüstung, verstärkte Raider-Rüstung, rechter Arm, verstärkte Raider-Rüstung, linkes Bein. Hä? Habe ich keinen Armschutz links gehabt? Jetzt bin ich irritiert. Okay, 3000, das ist mir eh zu teuer. Das ist momentan verursacht einen Schaden. Beinverkleidung, abgedunkelt Lederrüstung. Harnisch, okay, das ist ein Harnisch, Baseballschläger. Der hat einiges an Rüstung. Gezacktes chinesisches Offiziersschwert. Was gibt's denn alles? Kompensiert gehärtete Maschinenpistole. Jagdgewehr, Kampfflinte. Ah, gibt's bei dir auch? Okay. Ich weiß nicht, ob ich die kurz geil finde. Ich glaube nicht, dass ich die gekürzt haben will. Moment, warum ist der Schaden bei dem einen auf 33 und bei dem anderen auf 50? Kurzer Lauf, kurzer Kolben. Kurzer Lauf, kurzer Kolben, keine Munition, Standardverschluss. Hä? Okay, verstehe ich nicht. Ich spiele voll auf Glück. Auf Glück und Charisma. Von daher ist, glaube ich, egal. Und minimal Stärke. Minimal Stärke und Wahrnehmung. Also wir sind schon bei 11 Glück. Ich habe mit 10 Glück angefangen und halt eine Ausrüstung, die mir ein Glück gibt. Ah ne, wir sind gar nicht bei 11 Glück aktuell, weil ich habe gerade die Charisma. Also wir haben 8 Charisma als Basiswert und 10 Glück. Das sind so die Hauptattribute. Und alles andere ergibt sich dann schon. Metallrüstung, Helm. Lederrüstung. Metallrüstung, Leichtbau, lackiert. Ich dachte, du verkaufst Waffen. Ah, hier. Laserpistole, schallgedämpfte Impro-Automatikpistole. Impro-Revolver. Taktisch kalibriertes Jagdgewehr. Das sieht tatsächlich nach dem Jagdgewehr aus, was ich gerne haben wollen würde. Impro-Revolver, Jagdgewehr, genau. Unser 144 Damage. Ne, 40 Damage, Entschuldigung. Reichweite 130. Das hat sehr viel mehr Reichweite. Und sehr viel mehr Präzision und hat ein geiles Visier. Und ein Dreier, ja. Hat 144 Wert. Was? Doppelläufige taktische Schrotflinte. Das ist auch eine geilere Schrotflinte, eine deutlich geilere. Ich mag bis jetzt als Allround-Waffe, was glaube ich Midrange dann wäre, mag ich glaube ich sehr meinen modifizierten Impro-Revolver. Aber ansonsten würde ich einfach die Waffe passend zur Situation nehmen. Ich habe auch eine Sniper-Waffe schon gehabt, die halt nur super wenig Damage macht, aber zumindest ein Visier drauf hatte. Die Jagdgewehre lachen mich schon ein bisschen an aktuell, weil der Damage ist gar nicht so hoch. Mit 40, ja, 40 ist schon gar nicht so schlecht, finde ich. Also 40 ist bei mir relativ hoher Damage. Aber ich bin ja auch erst Level 12. Und für den Nahkampf halt Schrotflinten würden sich irgendwie anbieten. Die sind nur sau schwer. Okay, jetzt sind wir, glaube ich, durch. Ich glaube, ich würde einfach mal hier ein paar Sachen verkaufen. Impro-Pistole zum Beispiel, die ich jetzt nicht habe. Leuchtvisier, 10mm-Pistole, Impro-Pistole, um das wieder hier abzu... Kurzläufige 44er, eh kaum 44er Munition, Springmesser, Splitterminen, alle. Nimm. Minigun, da bin ich die auch mal los. Die Leuchtpistole nicht, die wollen wir behalten. Kampfmesser. Impro-Repetier-Scharfschützengewehr. Mit 34 ist das gar nicht so kacke. Und es hat auch schon ein Visier drauf und wir hatten jetzt Impro-Gewehr, nee, das nicht. Das hier war das, was wir hatten, hat nur 14 Damage. Ja, 308er, 38er, die 38er Muni ist halt super weak gefühlt. Ich glaube, ich würde tatsächlich auf die wechseln wollen mit der 308er Munition, weil die deutlich mehr Damage hat und ich glaube ein ähnliches Visier hat. Und sinnvoll, na doch, sogar das gleiche Visier, ne? Was drauf ist. Zumindest fast. Kronkorkenminen benutzen wir auch nicht, können wir auch. Also könnte man machen, aber.
können wir, glaube ich, verkaufen. Ja, der Impro-Revolver ist aktuell, glaube ich, mit 30 Damage einer meiner liebsten Waffen, weil der halt dann ordentlich reinhaut. Da brauchen wir noch ein bisschen 45er Muni, glaube ich. Ja, ich verkaufe die hier mal. Die ist halt wirklich wasted. Und das Impro-Gewehr ist wahrscheinlich, dann müsste ich irgendwie anders modifizieren. Die 38er Munition werde ich, glaube ich, nicht mehr benutzen. Komm, wir hauen die auch mal weg. Und benutzen dann das als Fernkampf-Option. 38er Munition, die verkaufst du doch safe. Verkaufst 38er Patronen. Jupp, und 45er Patronen auch. Weil das sind die, die wir jetzt bräuchten. 45er für die. Was? Für die Maschinenpistole? Nee, wait. Bin schon gespannt. Genau, 45er brauchen wir für den Revolver. Das ist ja unsere Allrounder-Waffe. Und die 308er wird sowohl von dem. Wait, wo hab ich's denn? Von dem Impro-Repetier-Scharfschützengewehr verschossen, als auch die Jagdgewehre. Also brauchen wir 308er und 45er. Halt, ich glaube, ich will erstmal 45er. Tab. 1200. Keine Ahnung. Auch mal irgendwie so. Ja, ungefähr. Wie viel 308er habe ich noch? 144, da brauchen wir die, glaube ich, eigentlich gar nicht unbedingt. Können wir hier einfach noch so viel nehmen, wie wir jetzt an Plus haben ungefähr. So. Müssen wir noch 30 ausgeben. Um deine Lieferung zu halten, tut deine Werkbahn eine Power-Rüstungsstation oder eine Werkstatt, um deine Lieferung zu halten? Welche Lieferung? Ha? Welche Lieferung? Ich bin irritiert. Warum stand jetzt oben links, dass ich irgendeine Lieferung erhalten soll? Bei den Waffen müssen wir jetzt natürlich nicht das Jagdgewehr, sondern das hier nochmal auf die 5 legen. Ich hatte Junkie-Maschinenpistole. Die konnte man nicht verkaufen, oder? Tatsächlich, obwohl ich die gar nicht haben will. Jagdgewehr. Was verkauft ihr? Ich kenne dich nicht. Also bleib weg von mir. Okay, dann will ich auch nicht mit dir. Ah, du hast. Ich habe auch Appa, falls du nicht wissen. Hast du da gerade was von Drogen gesagt? Ganz genau. Ich habe sämtliche Camps für einen erfüllten Lebenswandel. Wird dir die richtige Balance geben. Jeder hier kauft bei mir. Aha. Manchmal brauchen die Sicherheitsleute etwas Psycho oder ein Ingenieur braucht Mentats. Und Radex ist natürlich für jeden interessant. Ich suche einen Job? Ich suche einen Job. Kann ich ihn fragen? Hast du was für mich? Ja, ich habe. Er sieht es gerade, Kralle. Patentiertem Farn, falls du da sowas findest. Ich habe gehört, dass er in der Nähe des Waldsumpfs wächst. Ist ein natürlicher Strahlungsfresser. Wäre super für die Herstellung von Rennen. Habe ich vielleicht schon verarbeitet. Wenn du noch ein bisschen was drauflegst, könnte ich Interesse haben. Okay. Haha. Was mit 125 Kronkorken? Komm schon, es soll sich doch auch für mich lohnen, Solomon. Du verhandelst Geld. Na gut. Wir nehmen die aus wie die Weihnachtsgänse. Nee, das Rote werde ich, glaube ich, nicht versuchen. Okay, mutierter Farn. Mutierter Farn. Klingt gut. Cool. Hey, ich wollte aber auch mit dir handeln. Ich habe auch Appa, falls du dich ein bisschen niedergeschlagen fühlst. Na. Ich schau's mir an. Ich hab das Richtige für dich. Zeig mal her. Du hast auch 38er Patronen. Moment, waren das nicht gerade. Nee, die brauchen wir nicht mehr. Addict-Tool, aufbereitetes Wasser, Blutpakete, Buff-Food, Eichhörnchen. Wissen, das sind die, die noch Red geben. Jet-Boost. Aber Moment, dir kann ich doch bestimmt was davon verkaufen, von dem Shit, was ich nicht brauche.
Wie zum Beispiel ein paar Blutpakete. Aber die haben nur einen Wert von 5. Davon kann ich dir aber was verkaufen. Nur die Hälfte. Hirnpilz hat halt eigentlich keinen Wert. Instapüree braucht man nicht. Besser als wegschmeißen. Jet braucht man auch nicht so viel. Okay, so viel hat er gar nicht. Shit! Wollen wir irgendwas von ihm? Ähm. 38er Patronen ist halt Quatsch. Breites Wasserblut. Okay, das ist krass. Blutpaket ist leichter, aber gibt mehr HP als aufbereitetes Wasser. Gib uns mal wieder was zurück davon. Oder einfach alles. So. Hast du da gar keinen, gar keine, kaum Kronkorken. Steht der Einkauf noch, muss mich sputen, bevor die Pensionisten die Kasse raiden. Herzlichen Dank für den netten Stream. Ende sehen wir uns später. Viel Glück, Spaß, eins für den gewünscht. Dankeschön, Toso. Moment, hast du gefollowt? Sonst findest du mich da gar nicht wieder. Aber trotzdem, herzlichen Dank. Falls übrigens an die ganzen neuen Leute, falls ihr wissen wollt, wann ich streame und das irgendwie benachrichtigt werden wollt, außer auf Twitch, dann Ausrufezeichen Discord. Kommt jetzt zu meinem Discord-Channel, da gibt es einen Ben-Streaming-Channel, da mache ich immer die Ankündigungen, wobei die halt kurzfristig sind, also ist im Prinzip, wenn ich live gehe. Ansonsten bin ich halt üblicherweise am Wochenende live. Dr. Sue. Neuer Patient. Was heißt eine neue Akte? Hast du ein echtes medizinisches Problem oder bist du wegen einer Gesichtsoperation? Wegen einer Gesichtsoperation? Gesichtsoperation? Was ist das denn? Ah, das ist das Spezialgebiet von Doc Crocker. Red mit ihm, wenn du daran Interesse hast. Geh einfach durch die Tür mit unserem Logo drauf. So, wenn du ein echtes medizinisches Problem hast, dann lass hören. Die Augen sehen ein bisschen weird aus. Was sind hier so die üblichen Behandlungen? Die meisten Fremden wollen, dass ich ihre Verletzungen verbinde. Ach, die oder Radi- Strahlung befreie. Ja, Strahlung oder, befreien. Dass ich ihnen helfe, von den Camps loszukommen. Das wäre gut. Ich brauche ein paar Vorräte, Doktor. Ich schätze, ich könnte ein paar Stimpaks entbehren. Okay, ihr habt alle 38 Patronen. Addictu, aufbereitetes Wasser, Becherglas, Blutpaket, Knochensäge, Knochenfräse, Plastik, Zahnrad, Kupfer, Ladung, Desinfektionsmittel, Ladung, Glas, Gummi, Psycho, Skalpell, Stimpak. Ah, Injektorgewehr. Daher, dafür kriegt man die Injektormunition. Okay. Hier, wir können jemandem das geben. Wir wollten doch noch Sachen loswerden. Wie Jet. So. Dann habt ihr ein bisschen mehr. Ist doch nett von mir. Ich habe euch quasi Jet geliefert. Das ist doch awesome. So, Frisur wollen wir eigentlich nicht machen. Hey du, hab hier jede Menge Brahmin-Fleisch am Haken. Vielleicht später. Polly. Wenn du dünn geschnittenes Fleisch haben willst, dann kannst du es gefälligst selbst schneiden. Moment, was ist das für ein Fleisch? Hast du noch nie einen Brahmin gesehen? Groß, dumm, 4 Beine und 2 Köpfe. Das einzige Rindvieh, das es noch gibt. Alles kommt frisch von der Farm der Cotmans. Manchmal bekommen wir auch komisches Zeug von den Karawanen rein. Was heißt komisches Zeug? Komisches Zeug? Noch komischer als Fleisch von 2-köpfigen Kühen? Ja, du Traumprinz. Noch komischer als das. Meierlöck, Bläfliege, Red, Hirsch. Alles Eiweißlieferanten, oder nicht? Und im Commonwealth darf man nicht wählerisch sein. Okay. Dann lass mal sehen, was du so hast. Das Brahmin-Fleisch ist ganz frisch. Wenn du was anderes willst, bist du hier falsch. Habe ich verstanden. Brahmin-Fleisch, Eichhörnchen, okay, gibt's jede Menge Futter. Stechflügelfleisch, Süßkuchen, nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir aktuell alles nicht. Ich glaube, dann sind wir erstmal so weit. Wo bist du? Ansässiger. Ich würde sagen, wir speichern damit hier Diamond City und ich muss
sagen, ich muss jetzt leider auch langsam aufhören. Ich habe Hunger, ich hatte noch keinen Mittag gegessen. Ich danke natürlich für die ganzen Follows. Followed London habe ich nicht vergessen.